Ja, lieber Thomas, liebe Schachfreunde, wir sind euch noch Teil 3 der Großmeisterserie schuldig. Und zwar habe ich gegen den Großmeister Hagen Pötzsch in der Oberliga gespielt und auch gewonnen mit Weiß. Und die Partie habe ich den Thomas schon mal sozusagen im Privatunterricht, oder wie man es auch immer nennen möchte, schon mal gezeigt. Die hat er schon als Studie eingegeben. Da haben wir es jetzt alle ein bisschen leichter. Und die würde ich euch gerne zeigen und dann auch die Begleitumstände zur Partie. Meine Gedanken, die Züge, wo ihr anhalten könnt, das würdet ihr jetzt quasi alles sehen. Genau, wir sind schon drin, oder? Hallo, Ferenc. Wir sind schon drin, genau. Ich überlege noch gerade, ob es sinnvoll ist, ob wir ein bisschen die Züge abdecken können, wenn doch mal, na gut, okay, dass man dann auch die Züge sieht, nicht sieht, meinte ich, aber ach, wir machen es einfach mal so. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, die auszublenden? Ja, das So. hatte ich. So dann, ja, genau. Das war einfach was. Genau, also das können wir dann machen. Ja, genau. Oder lass es bitte einfach davor, Thomas, weil dann können die Zuschauer sich die eigenen Gedanken nochmal machen. Ne? Weil so also an zwei, drei Stellen werde ich mal pausieren und euch mal fragen, was würdet ihr jetzt spielen, was sind eure Gedanken? Und dann seht ihr die Züge nicht. Das passt gut. Ganz kurzes Vorwort. Es war ein bisschen überraschend für mich, dass ich gegen Hagen Pötzsch spielen musste, weil ich hatte mich auf einen anderen Gegner vorbereitet an dem Oberliga-Wochenende. Der kam aber nicht, also hatte ich dann Hagen Pötzsch sozusagen vor mir sitzen. Das Einzige, was ich von ihm wusste, war, wenn ich jetzt mit E4 öffne, spielt er Sizilianisch und dann im offenen Sizilianer immer Neidorf. Das ist ziemlich scharf. Ich hatte da jetzt auch nichts ganz Konkretes mir im Vorfeld angeschaut. Deswegen dachte ich, okay, das fällt aus. Also spiele ich jetzt erstmal was Normales und habe mich für ja, die Larsen-Eröffnung entschieden. Also genau, fangen wir einfach mal an, B3. Ja, so eine ruhige Partie erstmal angehen, ne? Sich ganz normal aufbauen und dann mal schauen, was passiert. E5. Läufer B2. Schwarz deckt den Bauern auf E5. C4. Meiner Meinung nach hier ein wichtiger Zug, um relativ früh dann immer, sobald Schwarz D5 spielt, mit den C-Bauern den D-Bauern zu schlagen. E3. Schwarz versucht trotzdem das Zentrum zu besetzen. Stellt jetzt auch eine Figur ins Zentrum. Das Witzige ist im Prinzip, man könnte jetzt fast schon sagen, ich spiele jetzt Sizilianisch Neidorf, nur mit verkehrten Farben. Also so Es sieht, könnte. ich wollte gerade sagen, es sieht tatsächlich echt, also es sieht so aus, ein Ja, wenig. genau. Ich spiele jetzt quasi Neidorf nur mit Weiß. So kann man Also das. A3 einfach um Springer B4 zu verhindern, oder? Genau, um jegliches Springer B4 zu verhindern, weil ich würde gerne meine Dame, wie ihr gleich sehen werdet, nach C2 stellen. Und dann Mhm. ist Springer B4 unter Umständen lästig sein und das ist einfach so ein prophylaktischer Zug A3. Genau, er entwickelt, also ganz normal. D3. Springer D2, auch ein Entwicklungszug. Der Springer möchte entweder nach C4 oder nach E4. Er signalisiert, okay, er will jetzt schon ein bisschen die Gangart erhöhen, eher was Schärferes mit dem F5. Also du überlässt ihm ja schon recht den Raum, oder? Du überlässt ihm das Zentrum und Genau. Ich will es quasi, das ist ja so bei allen Öffnungen, wo man den Gegner das Zentrum überlässt, dass man das dann quasi im späteren Verlauf dann attackiert. Ne? Also man gibt ihm das Zentrum, um das dann später anzugreifen. In einem Moment, wo man selber dann, den man selber für gut hält. Ja. Entwicklungszug, genau. F4 meiner Meinung nach ein bisschen verfrüht. Genau, ich habe nichts, Prinzip alternativlos, ich muss E4 spielen. Springer B6, jawohl. B4. aber da sieht man jetzt schon, da entsteht auch ein bisschen Raum für dich, ne? Also nach F4. Jetzt hast du ja im Prinzip auch Einfluss aufs Zentrum, wenigstens ein Bauern im Zentrum. Ja, das stimmt schon, Thomas. Andererseits muss man sagen, ich habe dann auch ein bisschen, also Schwarz hat dadurch natürlich auch Raumvorteil auf dem Königsflügel. Ja, Genau. also das hier alles, ja. Ja, genau. Also im Prinzip, wenn ich jetzt unachtsam irgendwann mal kreuzhochieren sollte, muss ich aufpassen, dass ich mir nicht einfach die ganzen Bauern vorschiebt und mich irgendwie im Angriff völlig überrollt. Ja, Ne? Das ja. muss klar sein. Genau, Dame E7, um den Bauern E5 nochmal zu Hallo, kontrollieren. Entschuldigung. Genau, ich wollte nur den Zug von Hagen kurz erklärt, Dame E7. Ich hatte nämlich B5 bereits gedroht und Bauern auf E5 zu gewinnen. Ja, H4 habe ich gespielt, um jegliches Bauer G5 zu unterbinden von ihm. Sieht ein bisschen komisch aus, aber der Zug passt rein, also das ist kein Fehler. Genau. Jawohl, Springer F7.
Auf E2, richtig. Genau, hier wäre so der erste Punkt, wo wir mal kurz anhalten könnten und wo ihr überlegen könnt, pausiert das Video, wie würdet ihr nach dem Zug C5 an meiner Stelle jetzt fortsetzen? Soll ich mal überlegen, Ferenc? Kannst du auch gerne überlegen, ja. Also ich wollte gerade sagen, bevor jetzt C5 kam, wollte ich gerade sagen, Mensch, ihr habt euch ja ganz schön ineinander verkeilt, was die Stellung angeht. Man hat jetzt natürlich die Chance, die Stellung ein bisschen zu öffnen. Ich überlege gerade, ob das vorteilhaft ist für dich, weil du halt nicht so viel Raum hast. Deswegen, also konkret wäre jetzt zum Beispiel Bauer schlägt C6 möglich. Also en passant, der Bauer, der auf C5 geht, schwindet. Aber irgendwie gefällt es mir nicht so, weil deine Figuren nicht so aktiv sind. Also dein Läufer braucht irgendwie noch ein bisschen und du hast dann, ja, du kannst die offene Linie besetzen, die halboffene Linie. Man muss sich aber auch die Frage stellen, wenn ich jetzt nicht B schlägt C6 spiele, ne, wie soll es dann überhaupt weitergehen? Weil eigentlich vor C5 kommt eine Überlegung von mir, Bauer D4 zu spielen, Bauer D3 nach D4 zu spielen. Und das geht jetzt natürlich gar nicht mehr. Das heißt, mein Bauer auf D3, der wäre jetzt auf ziemlich lange Zeit rückständig, weil den kriege ich ja nicht mehr bewegt. Deswegen muss ich im Prinzip, und das wäre jetzt auch meiner Meinung nach der richtige Zug, und diejenigen kam auch in der Partie B schlägt C6. Ja. Aber also es geht aber, der Gedanke geht eher darum, dass du deinen D3 Bauern, dass ich mich befreie. Befreien willst sozusagen und nicht diese Rückständigkeit loswerden willst. Genau, also, dass Figuren die werden dann auf einmal aktiv, sobald ich meine. Ja, okay, spannend. Ja, stimmt schon, weil dann wird natürlich auch dein Läufer frei und okay. Perfekt, genau. Und auch der andere Läufer, das sehen wir dann eh in der Partie, der kriegt dann auch mehr Raum. Machen wir mal weiter, bitte. Genau, jetzt kommt D4, okay. Genau. Ah, gut, ist natürlich jetzt stark, ja. C5, ja. Hier ist noch anzumerken, du kannst auch mit Läufer C7 machen. Der Bauer auf C5 von Schwarz, der könnte eher mal schwach werden. Ja? Also isolierter Bauer. Eher schwach als gut in dem Fall, weil ich den gut blockieren kann, und wenn ich den gut blockieren kann, kann ich den auch gut angreifen. Ja? Genau, und jetzt haben wir im Prinzip die Situation, wie wir es vorhin schon mal erklärt hatten, ne? Der Läufer auf C3, der hat jetzt eine schöne Diagonale gefunden, der Läufer auf E2 hat jetzt auch mehr Radius, also das passt jetzt alles, genau. Vielleicht jetzt nochmal eine Stelle, wo ihr euch überlegen könntet, was würdet ihr jetzt hier mit Weiß spielen? Welchen Zug würdet ihr hier machen? Müsst ihr jetzt aber auch nicht zu lange überlegen, können wir gerne jetzt ausführen. Also Achtung, jetzt wird der Zug ausgeführt. Genau, Dame C2, finde ich, ist ein guter Zug. Man würde argumentieren, die beiden Türme werden jetzt miteinander verbunden. Ne? Was man ja immer mal machen soll, die Türme verbinden. Genau, machen wir den nächsten, Turm E1. Auch eigentlich ein logischer Zug. Ich überdecke nochmal den Bauern E4. Und möglicherweise spiele ich auch irgendwann im Laufe der Partie noch Bauer nach E5. Und der wird dann ziemlich gefährlich und lästig für Schwarz. Ja? Genau, Turm D8. Ja, machen wir den nächsten bitte. Genau, also wie angekündigt E5. Und die Drohung von E5, oder anders gesagt, die Idee von E5 ist, wenn ich nochmal dran wäre, würde ich gerne Läufer nach D3 stellen. Und mich auf der Diagonale sozusagen ausbreiten. Drohe dann Läufer schlägt H7. Hast ja schon eine Batterie gebaut, ne? Hab schon eine Batterie gebaut, weil Schwarz muss auch immer damit rechnen, dass ich vielleicht den E5-Bauern noch eins nach vorne setze, nach E6, dann habe ich auf einmal beide Läufer, die über die Diagonalen aktiv werden. Also das kann man, also für Schwarz. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, ob der Bauer da hängt, weil man ja zwei Angreifer hat. Aber wenn das so kommt, dann hängt natürlich der Läufer auch, ne? Richtig, ja, genau. Und danach ist die Dame direkt bedroht, also man dann sogar noch einen Tempozug. Ja, genau, richtig. Dame E6 hat er jetzt gespielt, um
ja, um auch E6 aus der Stellung zu nehmen. Ne? Also quasi Blockadezug, er blockiert der Dame meinen Bauern auf E5. Aber er blockiert selber, also anders als in dem Motiv, das wir besprochen haben, in dem taktischen Motiv. Er zwingt nicht deine Figur zu blockieren, sondern er blockiert selber. Genau. Man sollte sich aber merken, die Dame ist jetzt nicht unbedingt die beste Blockadefigur, aber in dem Fall fast die einzige, die er zur Verfügung hat. Ja. Aber was will er sonst machen? Ne? Genau, Läufer D3 war quasi wie angekündigt und angedroht. Jetzt muss er sich um den Bauern auf H7 kümmern. Einzige Möglichkeit, oder? Ja, man hätte auch H6 noch spielen können, aber das schwächt natürlich auch. Also er hat nur einen Zug, der schwächt. Entweder spielt er Bauer H6 oder Bauer G6. Mhm. Ihr seht jetzt schon, bei Bauer G6 ist jetzt nach diesem Zug das Feld F6 natürlich sehr schwach. Ja, hier. Und man stellte sich wirklich mal vor, mein Bauer auf E5 könnte wirklich noch mal eins nach vorne, dann wird mein Läufer auf C3 ja noch mehr ein Monster. Ne? Ja. Weil der dann schon hier komplett durchstrahlt. Genau. Der ist dann die ganze Diagonale offen. Ja, machen wir bitte meinen nächsten Zug. Genau, alle Figuren wollen mitspielen. Turm B1 passt super rein. Ja. Ja, er hat sich jetzt hier dafür entschieden, den Läufer einmal abzugeben. Ach ja, genau. Und Springer schlägt A4. Vielleicht ganz kurz. Die Idee davon, er gewinnt jetzt einen Bauern, ist, wenn ich Dame schlägt A4 spielen würde, dann würde er im Gegenzug mit den Turm den Läufer auf D3 nehmen. Ja, richtig. Ja. Das wäre ungünstig für mich, weil den Läufer auf D3 möchte ich ja noch behalten. Mhm. Also das ist im Prinzip auch wieder die Idee, eine schwache Figur, also seinen schwachen Springer gegen deinen starken Läufer zu tauschen, oder? Genau. Und wenn er nochmal dran ist, droht er ja auch, meinen schönen Läufer auf C3 auch noch wegzunehmen. Das heißt sozusagen, der nächste Zug ist eigentlich auf der Hand. Ihr könnt kurz drüber nachdenken. Wir haben ihn ja gerade auch schon kurz gesehen. Ja. Ich führe mal aus. Läufer 1, genau. Jetzt droht ziemlich bärenstark Läufer C4. Nee, der andere, der Läufer auf D3, der droht nach C4 zu gehen. Ach so, ups, pardon, Entschuldigung, hier. Jawohl. Und dann muss die Dame ziehen, dann kommt noch E6, also dann kommt es Knüppeldicke für ihn. Springer B6 verhindert sozusagen Läufer C4. Jetzt aber ganz kurz anhalten, weil jetzt kommt nochmal ein entscheidender Zug. Jetzt könnt ihr nochmal drüber nachdenken, was würdet ihr jetzt hier mit Weiß spielen? Ja, wie wäre denn Turm schlägt Springer? Genau. Wäre das zu viel oder geht das? Nee, das müsste ich auch gemacht haben, ja. Richtig, ja. Also Qualitätsopfer, einfach nur mit dem Ziel, den Läufer dann nach C4 noch zu stellen. Ja, droht die Dame. Genau, Dame muss ziehen. Bauer E6, jetzt ist im Prinzip all das eingetreten, ja, was ich diskutiert hatte. Die starken Diagonalen. Aber du bist halt eine Qualität hinten, also es muss schon jetzt sehr konkret folgen. Genau, und es wird ja auch sehr konkret. Ganz konkret hat jetzt der Springer gehangen, genau, den muss er jetzt ziehen und jetzt schmeiße ich mich, also wenn ich schmeißen, jetzt gehe ich quasi auf die Diagonale. Doppelangriff auch noch, das heißt, ich drohe einmal Dame H8 matt und zum zweiten drohe ich natürlich auch noch Dame schlägt den Läufer auf B6, weil der ja ungedeckt ist. Genau, mit dem kann er auch wenn es der schwarzfeldrige Läufer ist, er kann das nicht unterbrechen, weil er nicht draufkommt. Genau, richtig, ja. Das heißt, materiell dann besser. Oder war hier, es geht nicht mehr weiter, war hier Aufgabe? Er hat hier aufgegeben, ja. Also das Hauptproblem ist jetzt aber einfach Dame H8 matt. Ja, das ist nicht zu verhindern, oder? Nee. Also gut. Nee. Also er kann natürlich noch Turm D4 spielen, die Diagonale unterbrechen, hätten wir das Motiv der Unterbrechung, kannst du mal ausführen, auch Spaß. Turm D4, ja. Dennoch die Unterbrechung. Aber ich nehme einfach mit dem Springer den Turm raus. Ach ja, richtig, das geht ja auch. Ja, er wird höchstwahrscheinlich zurücknehmen. Jetzt nehme ich halt doch mal den Läufer auf B6 und wenn wir jetzt durchziehen, habe ich halt eine Leichtfigur mehr und drohe ja trotzdem noch Dame schlägt D4 und ja, also das hat er sich dann nicht mehr zeigen lassen. Ja. Figur mehr und die Stellung, das macht ja keinen Sinn mehr. Spannend. Das war eine schöne Partie. Ja, also, das war eine schöne Partie, das muss ich sagen, ja. Wobei mein Gegner mir ein bisschen leid tat, weil, ich glaube, er hatte nicht ganz so guten Tag gehabt.
Und ich war irgendwie relativ gut drauf, motiviert und ja, das lief einfach, die Partie, ne? Die war schon fast aus einem Guss. Das war gerade unser Finish-Signal quasi. Also das waren die 15 Minuten, die wir uns vorgenommen haben für das Video. Und ich glaube, das ist sehr gut ausgegangen, oder? Das hat super gepasst, ja. Sehr gut. Dann, ja, wenn ihr Fragen zur Partie habt, wenn ihr Interesse habt an Ferenc seinem Weg zum vielleicht doch noch Großmeister bald, hoffentlich, Daumen sind gedrückt. Ja, jetzt so viel schaffen, genau. Erstmal Machen kleine Ziele, mittlere Ziele und dann schauen wir weiter. wir das. Okay, aber das war der dritte Großmeister, den du besiegt hast. Nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge, aber das, was wir vorgestellt haben. Genau. Genau, danke fürs Zuschauen. Genau, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.